Ich begrüße Sie recht herzlich zu Der Tag auf Ländle TV. Leben mit Down-Syndrom, in der Gesellschaft oft noch ein Tabuthema. Um das zu ändern und die Bevölkerung zu informieren, hat sich die Vorarlberger Arbeitsgruppe Down-Syndrom am Montagnachmittag einer europaweiten Aktion angeschlossen. Der Tag, an dem auf Menschen, die mit dem Down-Syndrom geboren sind, aufmerksam gemacht werden soll. Der 21. März. Zu diesem Anlass fand in ganz Europa um 15.21 Uhr ein Flashmob statt. So auch am Garnmarkt in Götzis. Aber warum eigentlich genau 15.21 Uhr? 15.21 Uhr deswegen, weil bei Menschen mit Down-Syndrom ist das 21. Chromosom dreimal vorhanden. Deswegen 3.21 Uhr, also 15.21 Uhr. Das Thema Down-Syndrom rücke immer wieder in den Hintergrund, so Martina Natter. Auch und gerade in heutiger Zeit sei es enorm wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Weil Inklusion leider nicht selbstverständlich ist für alle Menschen. Und damit wollen wir einfach zeigen, dass jeder Mensch gleich ist, egal wie er ausschaut oder was eine Krankheit eventuell haben könnte. Dementsprechend ist es sehr wichtig in der Gesellschaft einfach. Ja, auf der einen Seite ist es so, dass es ganz viele, die die Diagnose kriegen, sie täten ein Kind mit Down-Syndrom kriegen, dieses Kind sich dagegen entscheiden und das Kind nicht kriegen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es denn doch die Möglichkeit kriegt, auf die Welt zu kommen, dann stellen sich schon ein paar Fragen, inklusionsmäßig, integrationsmäßig, die noch nicht ganz perfekt laufen. Genau, meine Ziele sind einfach, dass erbebeeinträchtigte Menschen mehr in den Alltag integriert werden können, dass sie auch mehr Möglichkeiten geboten kriegen und dass es einfach möglich ist, ein Miteinander ohne große Unterschiede zu sehen oder zu bemerken. Der Flashmob war für die Beteiligten das Highlight und deshalb wurde auch fleißig dafür trainiert. Ja, hallo Pauline, du hast da heute auch mitgetanzt. Wie ja, war es für dich? Gut. Ich bin Down-Syndrom-Tag, tanzen, das viel Spaß macht. Und du viel trainiert? Ja. Und sind viele Leute schon bei dir am Stand? Ja. Ja. Klaus und Roman machen sich jeden Tag dafür stark, dass Menschen mit Down-Syndrom keineswegs unterschätzt werden dürfen. Roman ist Ehrenmitglied in der Arbeitsgruppe. Ja, ich bin jetzt 7 Jahre bei dem Vorstand dabei, bei dem Verein dabei gewesen. Und darum bin ich da Ehrenmitglied geworden. Der Tag ist sehr wichtig, weil der Trisomie, die Personen, die Trisomie 21 haben, sind, können in meinen Augen sehr viel. Und das sehr viele, das sollten die Leute der Gesellschaft einfach mal mehr sehen. Die Medien müssen auch mehr zeigen davon. Also es ist einfach, wäre ein Win-Win. Und so wurde am Garnmarkt für Integration getanzt, unter dem Motto, ein starkes Zeichen von starken Menschen. Wie es um die Lage in den Spitälern steht und weitere Meldungen des Tages sehen Sie jetzt. Spitäler in Vorarlberg schlagen Alarm. Noch nie habe es eine derartig herausfordernde Situation in den Vorarlberger Krankenhäusern gegeben, so Spitäler-Direktor Fleisch. Unter anderem die Personalbelastung in dieser fünften Welle zeichne sich dramatisch. Wir in den Krankenhäusern bieten seit 2 Jahren eine Versorgung rund um die Uhr und haben jetzt für uns die fünfte Welle in den Krankenhäusern und wie gesagt eine noch nie dagewesene Verschärfung der Situation. Wir haben dramatische Leistungseinschränkungen und vor allem eine sehr dramatische Personalbelastung. Insgesamt 400 Mitarbeitende in allen Krankenhäusern fallen derzeit Covid-bedingt aus. Plus 200, welche aus sonstigen gesundheitlichen Gründen entfallen. Der Regelbetrieb sei so bereits kaum bewältigbar. Allein am Landeskrankenhaus Feldkirch entfallen aktuell 300 aus der Belegschaft. Daher wurde der OP-Betrieb in dieser Woche um 50% reduziert. Ein Schritt, den es bisher noch nicht gegeben hätte.
eine Maßnahme, die bisher in keiner der Wellen notwendig war in diesem Umfang. Wir haben einzelne Betten oder Abteilungen auch geschlossen. Wir am Landeskrankenhaus Feldkirch retten uns von Tag zu Tag und es sind alle Bereiche betroffen. Verschoben werden OP-Termine nur dann, wenn Eingriffe aus medizinischer Sicht verschiebbar sind, betont Fleisch. Das Verschieben ist für alle Beteiligten schwierig, am schwierigsten natürlich für den Patienten, aber auch für unser Personal. Dass wir uns bei jedem Patienten, den wir absetzen, sehr genau überlegen, wie wir das für ihn möglichst optimal gestalten können, also wie wir ihm möglichst rasch wieder einen Termin geben können. Es ist einfach so, dass alle müde sind. Also alle hoffen, dass jetzt bald einmal auch die fünfte Welle langsam abflacht, Ende in Sicht ist. Der Spitälerdirektor appelliert zusätzlich an die einzelne Person. Unabhängig von rechtlichen Vorgaben, es ist einfach nach wie vor das Beste, wenn man sich selber vor einer Corona-Erkrankung schützt. Und das geht am allerbesten, am einfachsten, mit Abstand halten, mit Maske tragen, mit Händedesinfektion. So kann es in Zukunft nicht weitergehen. Unter diesem Motto wurde am Montag vor dem Landhaus Bregenz demonstriert. Über 300 Vorarlberger ElementarpädagogInnen trafen sich zur bundesweiten Kundgebung mit klaren Forderungen an Bildungsminister Polaschek. Dem pädagogischen Personal fehle einfach die Zeit, so Monika Zumtobel der Union. Das heißt, der Erwachsenen-Kind-Schlüssel muss gesenkt werden. Die Gruppengrößen müssen gesenkt werden. Die Gehälter erhöht werden im Gegenzug dazu, oder? Und die Arbeitsbedingungen dadurch etwas attraktiver auch zu gestalten. Es sollte einfach jeder Kollegin und jedem Kollegen möglich sein, eine Familie gut zu ernähren davon. Es brauche den Ausbau der Ausbildungsplätze, einen freien Zugang zur elementaren Bildung für alle und zusätzliche Mittel des Bundes in Höhe von 250 Millionen Euro pro Jahr. Die Babyboomer fangen an, in Pension zu gehen. Das ist eine recht ansehnliche Zahl an Babyboomern, die in diesem Bereich arbeiten. Und wer soll die dann ersetzen? Also das wird eine große Herausforderung werden, alleine die nachzubesetzen. Spende statt Verschottung, 110 verkaufte Doppelsessel für Kinderkrebshilfe. Im Zuge des Abtrags der Zugerbergbahn wurden Doppelsessellifte an Skiliftfans verkauft. Über 100 davon fanden BesitzerInnen auf der ganzen Welt. Der Ertrag von 11.000 Euro geht an die Kinderkrebshilfe Tirol und Vorarlberg. Am Montag wurde der Scheck in Lechzürs übergeben. Das Wetter bleibt auch die kommenden Tage frühlingshaft und trocken. Die genauen Prognosen sehen Sie jetzt abschließend im Kachelmann-Wetter. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren und wenn Sie mögen, morgen wieder um 18.50 Uhr der Tag auf Ländle TV. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Schau, der Vorarlberger Frühjahrsmesse. Keine Änderung der Wetterlage in Sicht. Das trockensonnige Märzwetter hält an. So starten wir am Mittwoch mit klarem, wolkenlosen Himmel in den Tag. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus 2 Grad im Bregenzer Wald und 2 plus Grad im Rheintal. Im Tagesverlauf scheint die Sonne vom wolkenlosen Himmel herab. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf frühlingshafte 16 bis 19 Grad. Eventuell wird in der Kummenbergregion die 20-Grad-Marke geknackt. Das Ganze fühlt sich bei nur schwachem Wind sehr angenehm frühlingshaft an. Donnerstag, Freitag und Samstag keine Wetteränderung. Es gibt jeden Tag herrlichen Sonnenschein von früh bis spät. Die Nächte sind kühl, stellenweise außerhalb der größeren Ortschaften und Städte auch noch frostig. Tagsüber werden knapp 20 Grad erreicht. Die extreme Märztrockenheit dauert an. Die Waldbrandgefahr im Ländle ist inzwischen eher hoch.